Alpaka-Therapie, psychische Störungen behandeln mit den Kamelen der Anden. Bei einer Alpaka-Therapie handelt es sich um eine tiergestützte Therapie mit den Kamelen der Anden, den Alpakas. Gerade bei Wahrnehmungs-, Verhaltens- und psychischen Störungen sowie nach traumatischen Erlebnissen bringt eine Therapie mit den Alpakas gute Heilungserfolge. Die Therapie besteht aus dem Wahrnehmen und Erspüren der Tiere, der eigenen Person und der einen umgebenden Natur mit allen Sinnen. Die Alpaka-Therapie kommt aus den USA und wird dort seit über 20 Jahren als gleichwertige Alternative zur Delfintherapie angeboten. Die Ansätze und Ziele beider Therapien ähneln sich sehr, denn in beiden Therapien fungiert das Tier als Helfer und unterstützt den Therapeuten bei seiner Arbeit. Ein Alpaka weckt beim Patienten Emotionen und motiviert, weckt versteckte Ressourcen und regt zur Kommunikation an. Alpakas gehören zur Familie der Kamele, haben ihren Ursprung in den südamerikanischen Anden und sind von Haus aus sehr neugierig, sensitiv, ruhig und haben ein freundliches Wesen. Durch ihre Ruhe und Gelassenheit wirken sie auf die Menschen in ihrer Umgebung ausgleichend und entspannend und machen keinen Unterschied zwischen gesunden, kranken oder behinderten Personen. Alpakas sind in der Lage, sich dem jeweiligen Menschen, der herrschenden Stimmung und der momentanen Situation anzupassen. Sie reagieren auf jede Art von Bewegung, Laute und Berührung und haben durch ihre großen dunklen Augen und ihr exotisches Aussehen einen sehr hohen Aufforderungscharakter. Auch die Fütterung der Tiere ist vollkommen unkompliziert, da sie mit ihren weichen Lippen das Futter vorsichtig aus der Hand fressen. Der therapeutische Wert einer Alpaka-Therapie ist vergleichbar mit der von Delfinen, welche jedoch wesentlich teurer ist. Durch die mehrere Jahrtausende dauernde gezielte Zucht zum Haustier sind Alpakas möglicherweise noch geeigneter als Delfine. Ein gut ausgebildetes Alpaka kann einige Stunden am Tag eingesetzt werden, ohne dass es zu sehr gestresst wird. Für Personen mit folgenden Krankheitsbildern ist die Alpaka-Therapie geeignet: Hysterie, Autismus und Down-Syndrom, Sprach- und Verhaltensstörungen, starken Verhaltensauffälligkeiten, suizidgefährdeten Personen, Personen mit Essstörungen, Personen mit körperlichen Behinderungen, suchtabhängigen Personen im Bereich Alkohol, Tabletten und starken Rauschmitteln wie Heroin. Was passiert bei einer Alpaka-Therapie? Der Ablauf einer Alpaka-Therapie ist so unterschiedlich wie die Befunde, die Möglichkeiten des betroffenen Patienten und der Einflussmöglichkeit des Therapeuten. Die Basis ist ein individueller Therapieplan des Therapeuten und das Vertrauen zwischen Therapeut und Patient. Die Interaktionen zwischen Mensch und Tier, wie zum Beispiel beim Füttern der Alpakas über einen Bewegungsparcours oder dem Versorgen der Tiere, bieten eine Vielzahl von therapeutischen Ansätzen und Möglichkeiten, einen Menschen in allen Bereichen zu fördern oder zu heilen. So lange dauert eine Alpaka-Therapie. Die Therapiedauer wird aufgrund des Befindens gemeinsam mit dem Patienten und seinem Arzt oder Haustherapeuten abgesprochen. Hierbei ist alles möglich, von einem Einmalbesuch bis hin zu einer Langzeittherapie. In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Alpaka-Zentren und Höfe, welche eine Alpaka-Therapie anbieten. Sicherlich auch in eurer Nähe. Macht euch bei Bedarf einfach mal im Internet schlau. So, das war's für heute mit der Alpaka-Therapie. Psychische Störungen behandeln mit den Kamelen der Anden. Vielen Dank für euer Interesse. Hat euch unser Video gefallen? Dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Klickt im Anschluss auf die Glocke und ihr erhaltet immer die neuesten Videos von Tropisch Gesund. Also, bleibt jetzt alle tropisch gesund. Bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch.